Bei dem in der Elektro- und Dance-Szenerie bekannten Armin van Buuren würde es in der neuen Episode heißen Welcome, welcome, it's a freshly squeezed episode. Aber auf meinem Kanal heißt es ganz herzlich willkommen zurück zu einer Folge des FC Santos hier im FM 24. Damit ihr alle versteht, worum es geht, wir sind in Brasilien. Oh ja, brasilianischer Fußball nach wie vor und ihr seid live und wie immer schön dabei. Ich freue mich sehr drüber und wir starten in die nächste Folge, in der es mal wieder so ein bisschen darum geht, den Schwung, den wir aufgenommen haben, zu konservieren. Denn wir haben gewonnen und zwar in der Liga gegen Red Bull Bragantino. Atemberaubend, nachdem wir mächtig auf den Hinterkopf bekommen hatten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir sind immer noch unter den Top 6, was uns natürlich für die Copa Libertadores entsprechend qualifizieren würde in der nächsten Saison. Freue mich da wirklich wahnsinnig drauf, dieses Ziel vor Augen zu haben. Aber wir sehen, es ist alles relativ munter eng beisammen. Selbst der 12. platzierte Club Atletico Paranaense hat nur 7 Punkte weniger. Das ist nicht allzu viel. Es sind noch, lasst mich nicht verkehrt rechnen, noch 11 Spieltage in dieser ersten Saison. Es geht also munter vorwärts und wir werden noch ein paar Partien in dieser Episode machen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Lasst uns einsteigen. Lasst uns auf das Programm der nächsten Tage gucken. Da ist zunächst der Gegner Internacional Porto Alegre. Wir schauen nochmal auf die Tabelle in dem Zusammenhang. Die sind Tabellen 13., aber haben 2 Siege in Folge zu verbuchen und zu verzeichnen. Das ist also gar nicht mal so leicht. Es wird darüber hinaus gegen Coritiba und gegen die Corinthians Sao Paulo ein Spiel geben. Coritiba ist, glaube ich, relativ weit unten, Tabellen 15. und die Corinthians sind auf Platz 10. Also alles Mannschaften, die durchaus hinter uns stehen. Flamengo Rio de Janeiro ist auf Rang 5. Bis dahin sollten wir wieder gut in Form sein, denn das ist ein Nachbarschaftsduell gegen den Tabellen 5. Wir haben mächtig auf den Hintern bekommen, das habe ich gesagt gerade eben. Schauen nochmal drauf. Das 1:6 gegen Palmeiras Sao Paulo, das war schon richtig bitter. Und das war der Abschluss einer Niederlagenserie von 5 Spielen in Folge. Wir sind gegen Red Bull Bragantino aus dem Pokal ausgeschieden. Wir haben immer noch das internationale Geschäft vor der Brust. Da werden noch ein paar Spiele reinkommen. Also nicht mehr nur die 11 Ligaspiele hier zu bestreiten sein. Da ist noch ein bisschen mehr im Busch. Und insofern tun wir gut daran, mit unserer Mannschaft momentan zwar vielfach gelb vorbelastet zu sein. Irgendwie schafft es hier keiner, seine entsprechend gelbe Karte zu bekommen, um beim nächsten Spiel gesperrt zu sein. Aber wir müssen auch gucken, dass die Frische hier noch ein bisschen hält. Die Form kehrt langsam zurück. Alfredo Morelos vorne drin, ein Faktor von seiner Moral. Und wir haben das System ja umgestellt gehabt. Insbesondere gegen diese momentan total am Drücker befindlichen Jungs von Red Bull Bragantino, deren Siegesserie wir hier wirklich unterbunden haben. Das nochmal, um die letzte Folge abzurappen. Wir steigen ein in die Trainingswoche, die nur Gutes verheißen soll im Idealfall. Nun, Nato ist noch verletzt. Leistenzerrung, der fehlt bis zum 4.3. Das ist relativ lang für eine Zerrung. 2 Wochen ist er draußen und insofern können wir hier schon sagen, oh, Santri ist auch nochmal mit dem Kapselriss draußen. Der war ja so lange draußen mit dem, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo sind die Verletzungen? Hier mit dem Kreuzbandriss war er 6 Monate raus, also der kommt auf gar keinen grünen Zweig mehr. Dann würde ich eventuell überlegen, ob wir Rodrigo Fernandes oder aber hier so einen Steven Mendoza oder Lucas Braga wieder mit auf die Bank nehmen. Wir gucken natürlich auch, welche Aufstellung wir wählen werden. Ich glaube nicht, dass wir gegen die Mannschaften weiter unten hier mit einer Fünferkette agieren müssen, aber schauen wir es uns gleich an, wenn die Trainingswoche durch ist und die Eindrücke durch. Ja, und die Woche ist wirklich sehr, sehr viel los. Santri ist wieder fit, das ist das Erste. Wir bekommen noch mal $113.000 für das Erreichen der nächsten Pokalrunde und die ist ausgelost. In der Copa Sudamericana spielen wir, oh nein, ernsthaft, im Achtelfinale gegen Bekannte, gegen Águilas Doradas, die hatten wir schon in der Gruppenphase. Können wir gleich sicherlich nochmal drauf gucken, wie die Partien ausgegangen sind. Die haben sich hier durchgesetzt und damit haben wir unseren Achtelfinalgegner und wir gucken, was das für unseren Kalender bedeutet. Jo, und das habe ich mir nämlich gedacht, es ist ja erst das Achtelfinale. Insofern kommen die Spiele sehr, sehr zügig und damit schon nach diesem Spiel beginnen sofort die englischen Wochen wieder und das könnte sich dann auch fortsetzen. Ich glaube nicht, dass hier bei einem potenziellen Viertelfinaleinzug viel Platz dazwischen ist, höchstens mal am 14., aber spätestens am 21. geht es dann sicherlich weiter, obwohl wir da eine spielfreie Woche haben. Wenn da eine Länderspielpause ist, dann dürfte es sogar dazu kommen, dass wir am 14. und dann am 28. spielen. Aber dafür müssen wir erstmal die Jungs von Águilas Doradas, die hier aus Kolumbien sind, aus dem Weg räumen. Wir gucken nochmal auf die Ergebnisse aus der
Hinrunde bzw. der Gruppenphase 1:1 hatten wir auswärts gespielt und zu Hause dann ein 4:2 erzielt. Das sind gute Vorzeichen, nicht mehr und nicht weniger. Wir gucken gerade in den Kartenverkauf und wollen natürlich dafür einen Top-Zuschlag generieren, damit die Fans uns ein wenig Geld geben. Denn wir müssen noch ein bisschen was tun an den Finanzen. Ja, wir sind nicht schlecht aufgestellt mit 21 Millionen auf dem Konto, sehen das hier oben bei Bargeld. Aber ja, das voraussichtliche Transferbudget nur 6,5 Millionen. Da könnten wir echt noch ein bisschen was für tun, egal durch welche Mittel und Wege. Überdies sehen wir, dass Dodo verletzt 4 Wochen raus ist, Jochbeinbruch zugezogen, relativ bitter. Das bedeutet, dass auf links mal wieder, leider Gottes, unser gewisser Kevison durchpowern muss. Aber ihr seht, die erholen sich hier die Woche relativ gut und ordentlich, das freut mich sehr. Holen wir uns Mumm und Zuversicht. Der 28. Spieltag im Beira Rio. Internacional ist hier der Gegner in einem Stadion, das 50.000 Zuschauer fast, aber nur die Hälfte beheimaten wird an diesem 28. Spieltag. Hinspiel haben wir schon 2:1 gewonnen zu Hause, aber jetzt auswärts ist es wichtig, am 25. Februar bei voraussichtlichem Sonnenschein die 800 Kilometer Distanz zu überwinden und dann auch die gegnerische Torlinie. Das wäre sehr, sehr wichtig. Wir gucken uns die Mannschaft an. Topspiel Flamengo Rio de Janeiro gegen Vasco da Gama. 5. gegen 2. und das ist natürlich für uns auch interessant. Wir ziehen hier einen Defensiven noch mit rein. Das ist so ein bisschen meine Theorie und ich würde es gerne wieder umstellen und dann sicherlich auf ein 4-3-3. Gucken wir gerade, welche Möglichkeiten wir in dem Bereich haben. 4-3-3 breit wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Ich stelle das gerade um und dann zeige ich euch, wie wir in die Partie gehen werden. So ein bisschen ist das die Aufstellung, die ich bevorzuge. Lukas Braga zieht auf rechts wieder seine Bahnen. Soteldo auf links. Marcus Leonardo ist gut in Form. Das soll er jetzt hier konservieren. Lukas Lima ebenfalls. Der spielt natürlich einen Spielmacher in offensiv vorgezogener Form. Rincon zieht ein bisschen nach hinten. Das passe ich hier, während ihr zuguckt, noch an. Jean-Lucas hingegen im zentralen Mittelfeld logischerweise gesetzt. Dann haben wir 2 Defensive dabei, 2 Innenverteidiger, ein Rechtsverteidiger, offensiv Bernardo, der auf wenig Einsatzzeit momentan kommt. Mal gucken, ob wir ihn hier eventuell zu gegebener Zeit reinwerfen können. Alfredo Morelos im Sturm und ansonsten ist hier nicht mehr viel. Ja, wir hätten noch Steven Mendoza. Frage ist, entscheiden wir uns hier gegen Rodrigo Fernandes? Ich fasse es mal mit einem knackigen Ja zusammen. Aber ansonsten sind wir so und gut aufgestellt. Das ist die Mannschaft, die ich reinwerfen möchte, wieder mit einem 4-3-3 in diesem interessanten Konstrukt im Mittelfeld. Ich werde die Außenverteidiger einen Ticken nach vorne ziehen und dann werde ich die Laufwege noch einstellen, die einzelnen Fähigkeiten in Bezug auf Dribbler und Co. hier anpassen und dann sehen wir uns zum Anpfiff wieder. Und während Sandri zwischendurch wieder fit war, aber jetzt schon wieder die Muskelzerrung ihn zur Pause zwingt, gehen wir in die Kabine, sagen den anderen, wir haben Angst vor euch. Wir wollen hier die 3 Punkte entführen aus dem Beira Rio, wenn ich es richtig mir gerade in Erinnerung rufe. Das Spiel ist angepfiffen und ich hoffe, dass ich meine Worte aus der letzten Folge, warum sind wir immer 1:0 hinten, diesmal nicht wiederholen muss. Ich werde sie einfach nicht wiederholen, egal wer das erste Tor schießt. Die erste Viertelstunde ist durch, die Noten kommen rein. Das sieht vorne durchwachsen aus. Leider sehr wenig los auf dem Platz. Halbe Stunde gleich rum. Aber eine Möglichkeit für die Gastgeber. Inter drückt hier ein bisschen. Das kann uns nicht gefallen. Dann lösen wir uns ein bisschen aus der Befreiung. 35. Minute nochmal kleinere Möglichkeiten für uns. Schießt hier irgendjemand ein Tor vor der Pause? Es passiert rein gar nichts. Sehr, sehr ereignisarm geht es in die Pause. Natürlich spielt Kevison wieder eine perfekte Partie. Ansonsten durchwachsen im offensiven Bereich. Leider Gottes, leider Gottes. Halbzeiteinsprache deswegen konzentriert und ruhig. Ich würde gern gerade den jetzt viel spielenden Kevison natürlich hier auf die Massagebank schicken. Das Übliche, ihr kennt das schon, auch die Außenverteidigung sollte bei mir noch ein bisschen halten können. Wir motivieren, wir loben Kevison, wir motivieren Soteldo, Braga und von mir aus auch Lukas Lima und hoffen in der zweiten Halbzeit noch auf ein bisschen mehr. Können wir da taktisch noch was ausrichten? Pressing will ich nicht zu hoch setzen, ich würde den Einsatz noch ein bisschen steigern für den Moment. Und wir gehen ein bisschen mehr Risiko im Passspiel, ansonsten passt das. Ah nein, es passt nicht, Lukas Lima sollte dann auch der Spielmacher sein. Herzliche Grüße an meine eigene Trainerfähigkeit. Die ist vor dem Spiel wohl etwas flöten gegangen. Kein Wunder, dass Lima nur eine 4,0 hatte. Angepasst, rein in die zweite Halbzeit. Eine Stunde rum. Wiederum sehr, sehr wenig los. Noch keine Karte, noch keine Wechsel, noch keine Tore. Es muss ein wahnsinnig langweiliges Spiel sein. Jetzt zumindest mal ein Wechsel und eine gelbe Karte. Leonardo mit einer 4. Wir bringen Morelos. Die Frage ist, ob wir Nascimento hinten drin bringen. Ich denke, das ist noch ein Ticken früh. Bernardo einfach mal vorne reinwerfen. Das ist schon eine Schwächung in dem Sinne. Mendoza für Braga.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, wir bringen ihn auf Außen nochmal erneut. Die Frage ist, wird die Mannschaft stärker, wenn ich Soteldo nach rechts ziehe? Nee, tatsächlich nicht. Lassen Soteldo auf seiner Position, gucken gerade, ob da die Anweisung für Mendoza noch passt. Das ist ein Dribbler, ja, das muss ich hier noch anpassen. Und dann rein in die Schlussphase so langsam, aber sicher. 70 Minuten sind gleich gespielt und Wanderson macht das 1:0 für Inter. Lucas Lima baut hier ab. Bernardo kommt für ihn rein. Mutig allemal. Oh, ich glaube, Thomas Rincón hat es jetzt geschafft und fehlt dann im nächsten Spiel. Alisson kommt. Ich habe natürlich den Stürmer schon gewechselt. Das ist wirklich ärgerlich jetzt beim 1:0 Rückstand. Mehr Druck aufbauen können wir auf die Art und Weise also nicht. Es gibt nun ein bisschen riskanteres Fußballspiel hier. Und leider müssen wir den Einsatz wirklich hochschrauben. Das gefällt mir so gar nicht. Wir gehen eher, wir versuchen uns außen nochmal auf die Grundlinie durchzutanken. Und müssen es mal wieder, leider Gottes, erzwingen. Rückstand nach 67 Minuten. Kommt der Druck jetzt hier? Viertelstunde noch, 10 Minuten gleich noch. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Und es muss noch mehr her. João Basso geht raus, Nascimento kommt für ihn auf links. Und dann in die Taktik. Und dann müssen wir leider ein bisschen hochschieben, pressen. Langes Holz. Das ist halt sehr risikobehaftet jetzt, leider Gottes. Jetzt können die Dinger natürlich von überall reinkommen, auch gerne hoch. Lucky Punch fürs Unentschieden, es wäre wichtig. Es sind noch 5 Minuten. Jetzt ist es wirklich all in. Mit allem, was wir haben. Mannschaft schiebt vor. Flanken von überall. Hohe Bälle rein. Ohne den Einsatz kann ich noch ein bisschen erhöhen. Es kann es nicht sein, dass wir jetzt wieder hier 1:0 untergehen. Was heißt untergehen? Aber halt auch so ungefährlich auf Dauer. Gelbe Karte nochmal für Johnny und dann ist Schluss. Nächste Niederlage. Das tut weh. Gegen den Tabellen 13. tut das weh. Porto Alegre schießt uns hier wieder aus der grünen Zone raus auf Rang 8, weil alles so eng beisammen ist. Und als nächstes gegen Curitiba. Wir gewinnen gerne zu Hause mal. Ihr seht das hier, auch wenn das jetzige Spiel verloren ging. Tatsächlich gegen, müssen wir mal schauen, Palmeiras. Okay, die sind natürlich auch Tabellenvierter. Sehen 4:2 von Porto Alegre gegen Sao Paulo. Bragantino verliert das 2. Spiel in der Liga in Folge. Aber wir müssen auch einen Ticken nach unten gucken. Und ich gebe mich mit Platz 7 bis 12 nicht zufrieden. Aber es sind zu viele Niederlagen einfach momentan. Schaut euch das mal an. Wir sammeln 10 Saisonniederlagen. Die haben die anderen einfach satt und breit nicht. Wir verlieren zu oft die Spiele. Wir können es auch nicht irgendwie rumreißen und mal ein Unentschieden erreichen. Das sind nur 5 Remis bisher in 28 Spielen. Das ist zu wenig. Und so heißt es mal wieder, Águilas Doradas, Kolumbien gegen Brasilien, Estadio Alberto Grisales ist der Schauplatz hier, in dem nur 3.500 Zuschauer erwartet werden. Eine relativ weite Reise für uns, das bedeutet Strapazen, das bedeutet aber auch, dass wir es wirklich als favorisierte Mannschaft hier irgendwie wuppen sollten. Wir lassen uns von dem Ergebnis in der Liga nicht stören, sehen hier die anderen Mannschaften, die noch dabei sind, wie Liverpool FC, Montevideo, Goiás ist noch dabei, América Mineiro, CA Tigre, ja, da sind schon noch ein paar klangvolle Dinger dabei. Sao Paulo gegen Botafogo, eine rein brasilianische Paarung. Red Bull Bragantino turnt hier auch mal wieder mit rum gegen Independiente del Valle. Und insofern sind wir in bester Gesellschaft und wollen ins Viertelfinale. Ganz, ganz klar, wir wollen definitiv ins Viertelfinale. 3 Tore haben die in der Gruppenphase gegen uns erzielt. Nur ein Torschütze davon ist auf dem Platz und das ist ein Innenverteidiger, José Quenu oder Quenu. Der spielt hier, die anderen sehe ich momentan nicht. Wilson Morelo vorne drin mit Marco Perez, der die meisten Tore geschossen hat. Jair Pineda macht die meisten Vorbereitungen hier und Jason Quiñones bekommt die meisten gelben Karten. Das ist vielleicht mal zur Übersicht der Mannschaft, die hier auf uns wartet und die wir eigentlich im Sack haben müssen. Insofern gehen wir hier ein bisschen mit der Frische. Ich würde gerne gucken, dass wir João Basso hier einfach mal schon Alex Nascimento reinwerfen und dann auf die Form schauen. Die geht bei den meisten. Alisson und Bernardo kippen hier komplett ab. Das ist ein Stück weit bitter. Sandri ist mal wieder fit. Das nur zu dem Running Gag an der Stelle. Kevison loben wir einfach für die gute Trainingsleistung und eigentlich auch für die guten Spiele. Und dann hoffe ich, dass die Mannschaft noch ein bisschen mehr zu leisten imstande ist. Caissara könnte es machen, hinten rechts. Der ist auch mit der Moral ein bisschen in Frage. Ich wechsle hier einfach mal. Wir müssen ein bisschen rotieren an der Stelle. Und dann gehen wir schon rein. Ich denke, wir sind gewappnet nach so einer 1:0 Niederlage. Das sieht wirklich bitter aus hier oben. Es wäre schön, wenn der nächste Sieg dazu kommt. International können wir uns hier rausretten. Wir schauen es uns an. Achtelfinale gegen Águilas Doradas. 3. Paarung dieser Art in dieser Saison. Und wir haben die ersten guten Chancen hier früh in der Partie. Machen leider nicht das 1:0. Schade. Hätte uns wirklich gut zu Gesicht gestanden, eine frühe Führung hier auswärts zu holen.
Aber wir sind durchaus am Drücker. 20 Minuten sind gespielt. Halbe Stunde rum, Spiel verflacht ein wenig. Bevor wir uns kurz vor der Pause nochmal wieder melden und Mosquera ist da. Doradas führt. Welche Überraschung. Zweite Chance, glaube ich, für die, während wir schon ein paar mehr hatten. Es ist echt, es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken und wir bleiben erstmal drin und dran. Chance hier vor der Pause zum 1-1, aber 2-0. Wir haben die Chance und rennen in den Konter. Guillermo Celis macht das 2-0 für Doradas. Aus wenig machen die ganz, ganz viel und wir machen einfach gar nichts. Ah, was wurmt mich das? Wie kriegen wir jetzt die Mannschaft hier motiviert? Einsatz hoch und mehr riskieren ist halt auch nicht die Lösung. Natürlich ist sie es nicht. Wenn ihr die Lösung übrigens habt, gerne in die Kommentare. Ja, Lukas Lima, die Spielmacher-Thematik, okay, okay. Aber das muss auch trotzdem... Ja, das ist nicht perfekt eingestellt. Ist das der Grund, dass da vorne gar nichts zusammenläuft? Das bedeutet nicht, dass man hinten die Gegentore kassiert, nur weil kein Spielmacher vorgegeben ist. Es kann es nicht sein. Wir werden versuchen, den Anschluss oder den Anschlusstreffer zu erzielen. Das muss jetzt erstmal die Marschroute sein. Ja, das darf nicht wahr sein. Ich würde gerne die Brandrede raushauen. Joachim macht es noch einigermaßen passabel. Vorne drin muss einfach viel, viel mehr gehen. Motivieren alle und hoffen auf eine bessere zweite Halbzeit. Eine grundbessere zweite Halbzeit. Und machen sofort das 2-1 durch Marcus Leonardo. Da haben wir die richtigen Worte gefunden. Doradas mit der Möglichkeit zum 3-1. Das wäre wirklich bitter. Jetzt heißt es dranbleiben. Stunde gespielt und gleich klug wechseln. Und klug wechseln bedeutet insbesondere, dass wir eigentlich noch gar nichts tun, ne? João Lucas können wir bringen hinten für Caissara. Von dem erhoffe ich mir dann einfach noch ein bisschen mehr. Alisson ist außer Form, aber Rincón ist so ein bisschen das Thema. Der spielt nicht gut, ist der Kapitän, das spricht wieder für ihn. Ne, komm, wir lassen Alisson draußen. Taktisch würde ich gerne das Ganze wieder ein bisschen zurückziehen, was die Abwehrreihe anbelangt. Ich bin zufrieden mit allem Weiteren und hoffe einfach auf das 2-2. Man muss ja auch mal ein Spiel ausgleichen können. Schöne Grüße an Bayer Leverkusen an der Stelle. Dann hätten wir noch 23 Minuten plus X Zeit, um es mal so zu formulieren. Morelos noch auf der Bank, 70 Minuten gespielt, nächste Möglichkeit für uns und die ist richtig gut. Oh, wir sind am Drücker. Riesenchance zum 2-2, wir machen die Bude nicht, während ich das locker vor mich hin kommentiere. Jean-Lucas Gelb, 10 Minuten sind es noch. Nächste Möglichkeit, das gibt es nicht. Und jetzt auf einmal hier mega frische Probleme. Wir werden Bernardo bringen. Zentral brauche ich mit João Lucas hier momentan nichts anzufangen. Soteldo, ich bringe für ihn echt Mendoza. João Basso hinten drin für den schwachen Nascimento. Und dann noch ein Wechsel. Viele, viele Wechsel. Viele, viele Chancen. Reißt uns das jetzt hier komplett raus? 5 Minuten noch. Erzielen wir den Ausgleich? Das wäre wirklich cool. Ein Wechsel habe ich noch zur Verfügung. Alisson für João Lucas. Na, von mir aus. Okay. Und João Lucas... Moment. Ach nee, das ist João Lucas. Der verletzt sich in der 90. Alisson hinten rechts rein. Oder macht das Rincón besser? Ja, Rincón ein kleines bisschen. Zu 10 in die Nachspielzeit und dann ist Schluss. Wir verlieren leider Gottes schon wieder 2-1 gegen Águilas Doradas und haben es trotzdem zu Hause in der Hand, möchte ich mal meinen. Das werden wir in dieser Folge auch noch sehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. 2-1 verlieren wir, die anderen Ergebnisse könnt ihr euch hier kurz anstoppen. Interessant ist sicherlich das 3-1 von den Newell's Old Boys gegen Deportivo Táchira. Interessanter Mannschaftsname. Ein 3-3 von Peñarol gegen Estudiantes de la Plata. Ja, und dann 2-2 Red Bull Bragantino gegen Independiente del Valle. Okay, 2-1 verloren, wieder bitter für die Moral. Es ist echt an der Zeit, irgendwas mit der Mannschaft anzustellen. Und englische Woche bedeutet dann schon wieder nach Hause zu reisen ins Villa Belmiro, um gegen Coritiba den Tabellen 15. zu bestehen. Die sind definitiv besser in Form, haben das Hinspiel zu Hause 3-0 gegen uns gewonnen und wir sollen jetzt in der Lage sein, die zu schlagen. Oha, das ist relativ schwierig. Wir sind von der Stärke, so wie wir jetzt gerade stehen, 13. in der Liga auch nur. Das ist bedenklich. Gremio Porto Alegre spielt gegen Flamengo Rio de Janeiro, 3. gegen 5. Rincón gelb gesperrt, das hatten wir gesehen. Alisson muss damit rein und das ist keine gute Idee eigentlich, denn der ist komplett außer Form. Das wird sich zeigen, wie wir das dann entsprechend gestalten können. João Lucas für Caissara, der war ja eingewechselt worden. Es war nur ein Zehbruch, einen Tag war der draußen, passt also. Wir waren essen, ihr seht das hier oben vielleicht, 2. März war es. Die Stimmung in der Mannschaft
Mannschaft ist um einen Punkt gestiegen. Das freut mich insgesamt sehr, denn ihr seht, die Moral ist hier scheinbar momentan kein Problem, trotz so vieler Niederlagen. Wir sprechen viel mit den Spielern außerhalb der Aufnahmen. Das mache ich schon sehr gewissenhaft. Bei Bernardo versuchen wir mal ein bisschen was rauszukitzeln. Ja, kriegen wir den in den Topform? 3 Moralpunkte, 1 Formpunkt, immerhin ein bisschen wieder. Und ja, dann würde ich gerne Jean-Lucas irgendwie rausnehmen, aber Sandri ist keine Option und Nonato immer noch verletzt. Und das bis einschließlich morgen. Sehr, sehr bitter. Auch außer Form. Im zentralen Mittelfeld hinkt es gerade gewaltig. Was ich jetzt natürlich tun werde, ist einen Spielmacher zu aktivieren, nur damit wir uns alle klar darüber sind, dass es daran nicht liegt, wenn wir gleich 1-0 hinten sind. Und dann gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin mit der Mannschaft oder der Aufstellung komplett zufrieden. Ich wehre mich dagegen, und zwar wirklich aktiv, gegen Tabellen 15. eine Fünferkette rauszuholen. Und damit steigen wir ein in das dritte Spiel dieser Folge. Es geht richtig Schlag auf Schlag. Wir wollen den Turnaround schaffen. Können wir es diesmal in der Liga? Es wäre wirklich zu wünschen. Wir werden heute das Ergebnis aus dem Hinspiel umdrehen. Oh, ist eine mutige Ansage. Kommt, gegen Coritiba. Auf im Villa Belmiro. 29. Spieltag schon. Mein Gott, die Saison rast. Wer hat die erste Möglichkeit? Lukas Lima hat sie und er nutzt sie. Zum 1-0 endlich mal die Führung für uns. Nach 5 Minuten. Lukas Braga hat die Vorlage gegeben. Sehr schön. Das tut ihm natürlich auch gut, weil er relativ viele Scorer hat, wie ich finde. 20 Minuten rum, das Spiel ansonsten uninteressant fast. Ich wünschte, es spielt mir in die Karten und Alisson nutzt seine schlechte Form und macht das 2-0. Joao Lukas von der Rechtsverteidigerposition gibt die Vorlage zur 2-0-Führung. Auf einmal Coritiba hier am Drücker, aber zur Halb... Nein, Benjamin Kuschkewitsch macht das 2-1 in der 43. Ich wollte sagen, aber zur Pause gehen wir mal ganz entspannt mit einem 2-0 rein. Aber wir kommen mit einem 2-1 wieder raus. Jean-Lucas nicht gut, Lukas Lima überragend. Ja, sagen wir mal so, man muss ihn halt auch einfach als Spielmacher einstellen, ne? Okay, okay, scheint wohl doch zu... eine Bewandtnis zu haben. Nascimento richtig stark hinten drin. Glatte 1. Leonardo Ackert bei der 3,0. Soteldo, da kann noch ein bisschen mehr kommen, aber erstmal führen wir. Erstmal ist alles okay. Richtige Worte finden in der Pause und dann rein in Halbzeit 2. Halbzeit 2 beginnt. Mit einem 3-1. Kuschkewitsch holt wieder einen Hammer raus, aber diesmal ins eigene Tor. Oh, sehr schön. Ein 3-1 und wir sind am Drücker. Wenn wir jetzt das vierte machen, ist die Partie in meinen Augen entschieden, aber nein, André macht das 3-2 nur 6 Minuten später. Mein Gott, das ist schon wieder ein Tontaubenschießen hier. Leider geht es viel zu viel hin und her. Nascimento geht raus. Basso kommt für ihn. Hat eine gute Partie gemacht. Wir schonen ihn. Leonardo, ich möchte gerne Morelos bringen und ihn schonen. Hat seinen Senf hier zugegeben. Mendoza könnte noch kommen. Ebenso Bernardo. Kaisara haben wir auch noch auf der Bank, da ist viel, viel möglich. Frage ist, gehen wir mal ein bisschen auf die Konter hier. Ich würde es fast sagen, wir ziehen das Pressing ein bisschen zurück. Die Bälle werden etwas länger. Können wir das 4-2 machen? Oh, eine Chance. Nein, das ist das 3-3. André trifft. Wir bekommen nicht mal ein 3-1 über die Bühne. So schnell kann die Stimmung kippen. Und so schnell müssen wir unsere Taktik wieder anpassen. Das ist echt bitter. 3-3. Und wenn wir das jetzt verlieren, Chance für uns in der 80. Wie viel Wechsel haben wir noch? 3. Oh, das ist viel. Kaisara für Jean-Lucas. Hier fast ein Soteldo nicht stark. Mendoza kommt für ihn. Da habe ich mich aber verklickt, ne? Einmal nochmal zurück. Mendoza für Soteldo. Jean-Lucas geht raus. Kaisara kommt. Und eigentlich brauchen wir den Sieg. Alisson raus und Bernardo geht mit vorne rein. Ich werde sehr offensiv gestalten und hoffe mir dadurch jetzt nicht, das 3-4 zu fangen. Wenn doch, geht's auf meine Kappe und ich beschwere mich nicht. Und es ist das 4-3 in der 83. durch Alfredo Morelos. Oh mein Gott, guckt euch an, wie wir stehen. Pressing voll drin. Nehme sofort wieder raus. Wir gehen auf die Konter. Wir stellen uns ein bisschen tiefer. Das Zeitspiel kommt rein. Der Einsatz bleibt oben. Die Bälle werden länger und vorsichtiger temperiert. Und dann nur raus damit. Nicht zu tief, wie ich gerne sage. Ja, und dann bitte jetzt über die Zeit bringen. Bitte über die Zeit bringen. 4-3 Morelos. Der Einwechselstürmer. Macht es. Reicht das? Es reicht. Wow, was für eine Partie. Freunde, ich beweihräuchere mich nicht mit der eigenen Leistung und der eigenen Trainerleistung, aber das ging wenigstens mal gut aus. Viel, viel spannender als notwendig. Aber wir holen die 3 Punkte gegen Coritiba. Nicht mit Ruhm und doch auf Platz 7 wieder. Das Bittere ist, ihr seht das, wir kommen höchstens hier momentan an Club Atletico Mineiro dran. Die gewinnen ihr 2. Spiel in Folge, ihr 3. in den letzten 4 Partien. Immerhin haben wir 2 Heimspiele in Folge gewonnen, das ist mal wieder was. Aber die anderen sind ein bisschen weg. Und das bedeutet, dass wir wirklich einen Zweikampf hier momentan haben mit Mineiro.
Nächstes Spiel ist gegen die Corinthians Sao Paulo. Die stehen auf Rang 8, gewinnen die letzten beiden Partien. Sehr, sehr wichtig für uns. Während Atletico Mineiro sicherlich ein Heimspiel haben dürfte. Ja, so ist es, gegen Fluminense. Oh ja, gegen den Tabellenführer. Oh, wir könnten wieder nach oben reinrutschen. Das nur die vorsichtige Vorausschau auf den nächsten Spieltag. Red Bull Bragantino, 2 Heimniederlagen in Folge. Ah, da ist der Lauf jäh gestoppt. Guckt mal, unsere Niederlage, beziehungsweise deren Niederlage bei uns, war so ein bisschen das Einleiten der Trendwende. Bin gespannt, wie sie sich jetzt international im Rückspiel schlagen. Und das müssen wir natürlich auch erstmal zeigen. 2-1 sind wir hinten. Die Partie gibt's hier noch in dieser Folge. Wir ziehen das Achtelfinale gegen Águilas Doradas durch. Zuerst gibt's die Info für euch. Nonato ist wieder fit. Wir sind favorisiert. 2-1 ist ein Ergebnis, das wir drehen können. Volles Haus im Villa Belmiro. Kommt schon. Ran jetzt an die Buletten. Wir wollen die Mannschaft aufstellen und gucken, wie wir es angehen. Morelos gut in Form. Ich würde ihn auch gerne bringen, tatsächlich dann vorne drin. Gerade mal schauen, ob wir mit ihm sprechen können. Ja, super letztes Spiel. Ich hoffe, dass die Moral jetzt noch ein bisschen hochgeht. Das ist tatsächlich der Fall. Freut mich sehr für ihn. Braga, da könnten wir Mendoza bringen. Der ist einfach noch frischer. Ein bisschen schwächer auf der rechten Seite, aber auch das muss genügen. Nascimento, ja, gut in Form. Lassen wir auf jeden Fall drin. Super letztes Spiel gemacht von ihm. 5 Moralpunkte on top. Und insofern gibt es für mich relativ wenig Gründe, irgendwas ansonsten zu ändern. Rincón könnten wir auf die Bank ziehen wieder. Der ist ja hier nicht gelb gesperrt. Und dann die Frage, geben wir ihn sogar rein? Alisson, er hat sich so ein bisschen erholt. Es ist eigentlich egal, aber ich hätte jetzt hier wirklich gerne den Kapitän für dieses wichtige Spiel mit an Bord und damit auch sofort zu beginnen. Das ist die Mannschaft, die hier reingeht. Ohne Braga, ohne Leonardo, aber wir haben ansonsten eine gute Truppe beisammen. Ich bin sehr froh drum, gucke, ob wir innenverteidigertechnisch was tun können. Basso hier mal für Joachim, der spielt viel, deswegen wechseln wir das mal. Ist noch der eine Wechsel, den ich mir noch hier gönne. Und dann rein in den entscheidenden Showdown gegen die Kolumbianer. Und das ist eigentlich genau die richtige Ansage jetzt natürlich. Wir werden den Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Die Mannschaft muss die nächste Runde erreichen und sie wird es angehen. Nun hier im Achtelfinal-Rückspiel, erste Minute Mendoza. Oh mein Gott. Und dritte Minute Soteldo. Ohohoho. Ich kann nicht so laut schreien aus gegebenen Gründen, aber Doppelpack direkt zu Beginn. Oh, da ist eine Mannschaft on fire. Haben wir Blut geleckt? Mendoza macht das Tor und Soteldo, die Außen scoren. 2-0 nach 6 Minuten, das ist überragend. Dann bleiben wir natürlich erstmal dran. Chance für Águilas Doradas. Nur ein Tor und es stände wieder unentschieden oder stünde wieder unentschieden. Und die haben Möglichkeiten, das dürfen wir nicht verpassen. Das ist eine angeregte erste Viertelstunde. Aber 2-0, überragend. Nächste Möglichkeit zum 3-0 nutzen wir leider nicht. Halbe Stunde gespielt. Da ist es, Morelos auf Vorlage von Mendoza. Genau die richtigen Wechsel wohl getätigt. Morelos und Mendoza geben sich gegenseitig die Tore. 3-0 nach 27 Minuten. Wenn wir siegen, dann scheinbar meistens irgendwie relativ deutlich. Auch zum Ende der letzten Folge gab es ja einen sehr, sehr kräftigen Sieg. Starke Partie. Morelos, Mendoza. Da muss man sich erstmal die schwachen Leute raussuchen. Es gibt keine. Es gibt heute einfach keine. 3-0 ist überragend. Sehr gut, weiter so. Es gibt ein bisschen was zu tun in der Massagebank. Ansonsten gehen wir unverändert in Halbzeit 2. Und dann schauen wir mal, wie die Halbzeit läuft. Noch habe ich nichts angepasst. Wir jetzt schon Zeitspiele starten sollten. So nach einer Stunde können wir sicherlich drüber nachdenken. Können auch nach einer Stunde drüber nachdenken, Lucas Lima gegen Bernardo auszutauschen, der das nicht sonderlich gut gemacht hat heute. Und das lag nicht daran, dass er nicht als Spielmacher eingesetzt gewesen wäre. Zeitspiel rein, bisschen längere Bälle. Wir pressen nicht mehr so viel, wir gehen eher auf die Konter. Bin ich vollkommen einverstanden mit. Und das müssen wir jetzt nach Hause fahren. Es gibt kein Wenn und kein Aber. Ja, 3-0 zu 75. Ich nehme den Einsatz noch ein bisschen raus. Und ärgere mich gleich, wenn es 3-1 steht darüber. Caissara kommt für João Lucas. Und ich finde, wir könnten Messias als auch Joaquim bringen. Einfach mal komplett neue Innenverteidigung. Und Alisson für Thomas Rincón. Vierfachwechsel hier. Schlussviertelstunde angebrochen. Und das muss jetzt passen. Und das passt. 5 Minuten sind es noch. Das Ding ist auf unserer Seite. Es ist Schluss. Wir ziehen ins Viertelfinale ein in der Copa Sudamericana. Wow. Und zwar durch ein Offensivfeuerwerk in Halbzeit Nummer 1. Gucken, ob wir eine Auslosung hier bekommen. Schauen wir gerade auf Red Bull Bragantino. Die interessieren mich jetzt hier nach der Liga. Oh, da setzen sie sich noch 2-0 durch. Okay. Bei Sao Paulo und Botafogo ist Botafogo durch. Guck mal auf die Old Boys.
6-2 sehr deutlich. Die wollen wir natürlich nicht haben. Liverpool FC Montevideo siegt hier, ich glaube, ja, 4-2. Junior FC siegt mit 5-2 Toren. Und dann geht es jetzt ins Viertelfinale. Da gibt es keine Auslosungen, die wir sehen können, aber es ist ausgelost, das sehen wir schon hier unten. Und das verrate ich euch natürlich noch in dieser Folge. Wir spielen im Viertelfinale gegen Argentiniens Tabellenplatz 2. Nicht gegen River Plate, nicht gegen die Boca Juniors, sondern gegen Newell's Old Boys. Oh, das ist eine knackige Paarung. Unangenehm. Wir gucken aufs Team. Brian Aguirre, 21-jähriger Argentinier. Ah, da sind schon ein paar Leute dabei. Mosquera als Rechtsverteidiger dürfte relativ stark sein. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Es ist ein sehr ambitioniertes Viertelfinale, das wir abgegriffen haben. Pokalprämie 113.000. Ja, aber das ist das Los, das wir uns verdient haben. Und hier sind zumindest wieder 3 Siege. Es gab in dieser Folge 2 davon, 2 Niederlagen allerdings auch. Also ein guter Mix. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ist das Ende der Folge also ein bisschen milder als der Beginn. Das gebe ich unumwunden zu. Aber es bleibt munter und heitig. Munter und heitig. Es bleibt heiter und munter. Irgendwie so. Lange Rede, kurzer Sinn. Der FC Santos ist drauf und dran, sich international gut zu positionieren. In der Liga haben wir da noch ein bisschen Probleme mit. Rangieren hier auf Position 7, wollen an Atletico Mineiro vorbei. Und das können wir am Wochenende zeigen im Duell gegen die Corinthians. Seid gespannt. Seid ihr in der nächsten Folge wieder dabei bei Let's Blinter und im FM24 mit dem FC Santos hier in der brasilianischen Liga. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.